Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu 5 Übungen für deinen Beckenboden. Der Beckenboden sollte einerseits natürlich stark sein, gut gekräftigt sein, andererseits aber auch entspannt sein. Also wir werden heute beides machen. 5 Übungen, die du wirklich zwischendurch mal schnell machen kannst. Und der Beckenboden ist natürlich nicht nur wichtig für uns Frauen, sondern auch für Männer. Er hält auch die Organe innen oben, gibt uns Stabilität, gehört auch zu den Stabilisatoren unseres Rumpfes. Also ganz wichtig für die allgemeine Aufrichtung und Stabilität. Mach mit. Und zwar immer so, wie es für dich okay ist. Wir kommen zuerst zum Sitzen. Also komm gleich zu mir nach unten. Setz dich so hin, dass du deine Füße nach vorne aufstellen kannst. Wir wollen als erste Übung den Beckenboden etwas durchbluten. Dazu, wenn es dir übrigens unangenehm ist, so zu sitzen, dann leg dir ein Kissen unter dein Gesäß. Also erstmal aufrichten, deine Hände, die hakst du in die Oberschenkel ein, hebst dein Brustbein, atmest ein und wenn du ausatmest, lässt du den oberen Rand vom Becken so ein bisschen nach unten abkippen. Beim Einatmen richtest du dich wieder auf. Durch die Nase ein und durch den Mund, durch die Lippenbremse ausatmen. Einatmen, aufrichten, deinem eigenen Rhythmus. Und wie gesagt, gerne ein Kissen unter dein Gesäß legen. Kann sein, dass es dir dann angenehmer ist. Eine schöne Übung auch für den Beckenboden ist im Alltag auf einem Bein zu stehen. Vielleicht beim Zähneputzen oder wann auch immer dich kurz mal, wenn es nur 15 Sekunden sind oder 20, auf einem Bein balancieren. Und generell gilt auch, die Haltung ist wichtig, dann entlastest du den Beckenboden. Also immer wieder an aufrechten Sitz, aufrechtes Stehen denken, aufrechtes Gehen. Bleibe jetzt wirklich auch sitzen, aufgerichtet. Deine Arme kannst du nach vorne nehmen, deine Schultern sind völlig entspannt. Und wenn du gerade sitzt, dann hebst du jetzt mit dem Ausatmen deine rechte Gesäßhälfte vom Boden. Ein und aus links und ein. Einmal die rechte Po-Hälfte und einmal die linke vom Boden weglösen. Den Nacken entspannen. Und jede Seite noch einmal. Komm wieder zur Mitte, fass deine Oberschenkel, roll dich langsam in die Rückenlage ab, sodass du entspannt liegen kannst. Arme neben dem Körper, deine Füße stehen hüftschmal geöffnet. Und jetzt schieb dein Steißbein Richtung Fersen. Kipp dein Becken und roll dein Becken nach oben auf. Wenn du hier bist, kannst du die Füße noch ein bisschen enger schließen. Dann hebst du jetzt ein Bein an, nimmst beide Hände an deinen Oberschenkel und gibst so richtig Druck mit deinen Handballen gegen den Oberschenkel. Druck, Druck, Druck. Versuch dein Becken ruhig zu halten. Wenn es nicht mehr geht, mach Pause. Komm wieder zurück, löse auf, wechsel gleich die Seite und Druck. Spür deine Körpermittenspannung. Atme weiter, löse auf und einen Moment darfst du dich gerne ablegen, entspannen. Bestimmt auch die Rückseite gespüren, Oberschenkel und Gesäß, oder? Zweite Runde noch,
Steißbein Richtung Fersen, ein Bein anheben und ein paar Atemzüge Druck halten. Wechseln und Druck. Fest, 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 Knie drückt und Arme drücken, Handballen schieben. Und lass los, roll dich langsam ab, entspanne dich. Locker deine Beine kurz aus. Übrigens, du könntest jetzt auch ein Kissen unter deinen Kopf legen, wenn dir das angenehmer ist. Jetzt spürst du einmal in deinen Rücken rein. Der sollte neutral liegen, also nicht der Rücken runtergedrückt sein. Er sollte auch nicht zu sehr im Hohlkreuz sein, sondern so, dass wenn du jetzt nach unten siehst, dein Schambein und deine Beckenknochen ungefähr auf einer Höhe parallel über dem Boden sind. Das genauso bleiben. Jetzt nochmal ein Bein anheben. Versuche, ganz ruhig im Becken zu bleiben und du kreist mit dem oberen Knie weg vom Körper, nach unten, einatmend ran. Mach mal weiter, ich komme so ein bisschen seitlich zu dir. Also, neutrale Position, wichtig, weg und wieder ran, kleine Kreise. Das Knie ist ganz ruhig. Noch einmal kreisen, dann stell den Fuß auf, spür einen Moment hinein, lass locker und dann hebst du dein anderes Bein. Neutrale Position, das Knie bleibt stehen, ausatmen, weg, ein, wieder zurück. Mach weiter, ich komme wieder zu dir. Nase ein, Mund aus. Noch zwei Kreise, entspannt. In der Mitte halten, Fuß aufstellen, Fußsohlen aneinander. Unsere letzte Übung, die Entspannung, das heißt die Fußsohlen geschlossen lassen und deine Knie fallen nach außen. Hier könntest du dir zwei Kissen unter deine Oberschenkel legen, dann hast du mehr Unterstützung. Schließ ruhig einen Moment die Augen und entspanne. Versuch ruhig in deinen Bauch ein- und auszuatmen. Deine Bauchdecke hebt und senkt sich wieder. Dann ganz langsam deine Knie wieder schließen. Dreh dich auf eine Seite. Komm über die Seite zum Sitzen. Egal, wie du jetzt bequem sitzen kannst. Aufrichten, entspannen, ruhig locker lassen.
Vielleicht nochmal recken und strecken. Und ganz wichtig, aufgerichtet entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also ab und zu im Alltag an deine Haltung denken ist wichtig. Dich ab und zu aus der Balance bringen, aber immer auch wieder den Beckenboden entspannen. Ich hoffe, dir hat es gut getan. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir. Wenn du Lust hast, empfehle das Video auch weiter, also leite es weiter, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Wenn du möchtest, könntest du meine Arbeit wertschätzen. Natürlich danke. Der Link ist unter dem Video, heißt deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, dann könntest du mit, was es dir wert ist, im Monat 2,50 Euro, 5,10 Euro, 10, 20, 50, was du möchtest, unterstützen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Abonnier meinen Kanal, das kannst du auch, das ist kostenfrei. Oder sei natürlich ganz einfach beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich schon. Bis dann.